Einfacher kann EMS-Training nicht sein. Mit dem neuen Integra-Anzug präsentierte der EMS-Spezialist AmpliChain auf der FIBO 2014 eine absolute Weltneuheit, die einen völlig neuen Standard in Sachen EMS-Bekleidung setzt. Wir haben jetzt die ganze Anzugtechnologie weiterentwickelt. Wir haben Leitungen, die den Strom vom Gerät zur Elektrode bringen, die im Anzug integriert sind, die elastisch sind, die mitgewaschen werden können. Du merkst die gar nicht mehr beim Training, die stören auch nicht mehr beim Training. Das heißt, wir haben jetzt Elektroden, die optimal sitzen, die nicht verrutschen während des Trainings, die man im Grunde vergisst während des Trainings, dass man was Besonderes oder Spezielles anhat. Ein einziges Kabel genügt, um das AmpliTrain-Gerät und den Anzug zu verbinden und macht die Handhabung des neuen Equipments bequemer und einfacher als je zuvor. Der Integra-Anzug ist jetzt praktisch, sag ich mal, der Schritt in eine Richtung, dass du im Grunde genommen ein Teil hast, anziehst, ansteckst, lostrainierst, ausziehst, ab in die Waschmaschine. Also es geht auch ganz viel um Einfachheit. Damit die Stromübertragung zum Körper so intensiv und störungsfrei wie möglich verläuft, arbeitet AmpliTrain mit einem neuen zertifizierten Elektrodenmaterial. Das sogenannte Kultus Silbergewirk ist eine Weltneuheit und ein Quantensprung in der EMS-Technik. Wir haben seit diesem Jahr jetzt ein völlig neues Silber auf den Markt gebracht, das extra für uns über Jahre entwickelt worden ist. Und dieses Silber ist nicht nur extrem haltbar, sondern bietet auch eine Übertragung des Stroms, wie sie vorher so nicht möglich war. Und vor allen Dingen ist es eben auf diese Art und Weise einfach ein sehr angenehmes Training, ein sehr intensives Training. Und die Anzüge bzw. das Elektrodenmaterial ist direkt in der Maschine waschbar. Und im Grunde genommen, sage ich mal, bewegen wir uns immer weiter in Richtung unkaputtbar. Das exklusiv für AmpliTrain entwickelte Elektrodenmaterial überzeugt durch extreme Stabilität und Haltbarkeit, selbst im intensiven Studioalltag. Damit macht der Hersteller seinem Ruf als Hightech-Spezialist alle Ehre, denn AmpliTrain ist nach wie vor der einzige EMS-Anbieter, der den Körper mit modulierter Mittelfrequenz trainiert. Hinter dem Namen AmpliTrain steht amplitudenmodulierte Mittelfrequenz. Das heißt, im EMS-Markt, der ja inzwischen ein stark wachsender Markt in der Fitness- und Gesundheitsbranche ist, sind wir bis dato die einzigen Anbieter, die den Schritt gewagt haben, hinein in die Hightech, in den Hightech-Bereich, sprich in die modulierte Mittelfrequenz. Und in der Fachsprache nennt man das Amplitudenmodulation und daher kommt der Name AmpliTrain. Die FIBO 2014 hat gezeigt, EMS ist bei den Kunden angekommen. Aus dem einzigen Trainings-Newcomer hat sich eine etablierte und sehr gefragte Trainingsform entwickelt, die immer mehr Anhänger findet. Aber was tatsächlich Fakt ist, man merkt, dass immer mehr Menschen EMS einfach kennen. Immer mehr Menschen auch nicht mehr die Frage stellen, naja, funktioniert das, kann das denn funktionieren, sondern einfach sagen, aha, kann ich das jetzt mal spüren? Ich denke, das ist was mich interessiert. Man hat nicht mehr so viel Kampf, sondern man hat einfach viel mehr Spaß, den Leuten das Gute, die Vorteile zu zeigen. Und es war für uns auf jeden Fall so, dass wir ganz klar sagen können, die FIBO ist sehr, sehr gut gelaufen bis jetzt. Die neuen Technologien von AmpliTrain werden zu diesem Siegeszug weiter beitragen. Denn feststeht, einfacher kann EMS-Training wirklich nicht sein.